Franz Stehr, die Vorbereitung ist jetzt fast zu Ende. Wie sind die Eindrücke aus den bisherigen Testspielen? Ja gut, wir haben teilweise nach vorne sehr gut gespielt, haben noch oft Probleme mit offensiv, defensiv, das Verhalten, also wann kann ich gehen, wann kann ich nicht gehen, das sind Abstimmungssachen. Die Ergebnisse sind okay, aber man kann schon noch was verbessern, das ist noch nicht alles so perfekt. Okay, Pasi Häkkinen ist verletzt jetzt. Jetzt hätte mit Branislav Konrad ein Torwart aus der Slowakei kommen sollen. Er hat offenbar jetzt kurzfristig abgesagt. Kannst du uns mal die ganze Geschichte oder die Hintergründe schildern? Ja, so ein Torwart wie den Konrad, den kriegst du natürlich vor der Saison gar nicht. Und jetzt zu kriegen, war eigentlich ein Glück. Ich habe mit unserem Freund drüben, der hat mir den empfohlen. Dann habe ich gesagt, gut, machen wir. War innerhalb von 2-3 Stunden war das eigentlich erledigt. Ich habe am Donnerstag mit ihm telefoniert. Da hat er noch gesagt, ja, ist alles klar. Er ist um 12 Uhr da, am Samstag beim Training. Trainiert mit. Wir haben eine Wohnung außerhalb, weil es schwierig ist, was zu kriegen. Er hat Schläger, hat er alles. Jetzt hat mich gestern der Mastic angerufen und hat gesagt, ja, er hat jetzt ein Angebot aus der Extraliga, aus der Tschechischen, natürlich für die ganze Saison. Und wir haben aufgrund der Transfersituation ihm eigentlich auch keinen Vertrag geben können, weil sonst hätte er das Vorbereitungsspiel nicht machen können. Das hätte man zeitlich nicht hingekriegt. Und wir wollten, dass der vorher nochmal hält. Letztes Jahr hat er auch nicht viele Spiele gehabt und dann wollte man den Vertrag am Montag machen, aber bis jetzt ist er nicht da. Was gibt es jetzt für eine Alternative, weil du bist ja offenbar noch auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Ja, unsere zwei jungen Torhüter, die haben wirklich hervorragend gefangen. Ich meine, die sind 18 und 19 Jahre alt, da gibt es überhaupt nichts. Aber man muss natürlich auch sehen, was passiert, wenn denen was passiert. Ja. München, die Red Bull München hätten unseren Torwart zur Verfügung gestellt, aber halt auch nur für die Vorbereitung. Und dann muss man jetzt schauen, ob man nicht noch einen kriegt, weil ich will einen Pasi nicht da mit einem Rippenbruch da in die Saison schicken. Das ist nicht gut. Ich habe heute in der Früh um 9 schon telefoniert, gestern abends um 12 noch. Habe ein paar E-Mails rauslassen übers Handy und ich kriege heute noch Feedback. Ein Torhüter, der ist in Europa, sehr, sehr guter Mann. Der hat mich jetzt zurückgerufen um 2 Uhr, mit dem habe ich um 9 Uhr morgens telefoniert. Der hat großes Interesse, da muss ich jetzt mit seinem Vermittler reden, weil da weiß man nicht, ob der Vermittler nicht schon wieder irgendwo was hat, weil es logisch, wenn er für 4 Wochen was kriegt und er kriegt woanders einen ganzen Jahresvertrag für ein großes Geld, dann wird er das machen. Ja. Was erwartest du jetzt von der anstehenden Saison? Wie schätzt du deine Mannschaft ein? Das habe ich letztes Jahr nicht gewusst, wo wir stehen und ich weiß jetzt auch nicht. Es wäre sicherlich ein guter Start, wäre gut. Darum haben wir jetzt auch versucht, eben vielleicht noch auf der Torhüter-Situation was zu machen. Weil wenn man dann einen Pasi braucht, das ganze Jahr und wenn der schon angeschlagen in der Saison geht und wer einmal einen Rippenbruch gehabt hat, der weiß, wie das ist, das geht nicht. Da verheizt man einen Spieler. Und wir sind jetzt auf der Suche, aber es ist halt schwierig, bis zum Saisonstart einen Spieler aus Übersee zu bekommen. Und in dem Spieler, wo ich jetzt dran bin, der wäre in Europa und wäre jetzt relativ schnell greifbar.